wollen das auch alle beide. Und ich auch, ja. Ich hätte auch Pause gemacht. Ne? Ich bin hier drauf. So, eine Runde um die Höhle. Hinterm Türfall, nimmt auf, springt mit dem. Was ist eigentlich das? Was ist das? Was ist das? 88 Punkte, das ist ja aber ein Grund für das Wetter. Ja, das ist ein so zu sagen. Ja, ja, ja. Ich sage, ich mache nur noch zwei, eine Sache. Das ist die jetzt lernen, wenn die los.
91. Hm, hast du schon gesagt. Als nächstes wird er bezahlen in seinem Fahrradbuch von der Parkstraße. Er wird mit Arbeitsfreude, Aufmerksamkeit bei der Fallfolge.
war bloß der Hundeblabe, die ein Hund abgezogen, lobt den Hund in der Freifolge. Wenn ich sage Gruppe, dann ist ja die Freifolge nicht beendet. Die Gruppe gehört zur Freifolge. Und dann versammelt man sich drauf, dass man in die Gruppe reingeht. Man lobt nicht seinen Hund. Das kann man machen, wenn die Gruppe beendet ist. Und auch nur gelegentlich, nicht fortwährend. Das sage ich Ihnen jetzt, weil jetzt ist es vielleicht noch nicht ganz, wenn Sie bei der Siegerprüfung oder vielleicht bei der WOSV irgendwo führen. Sitz aus der Bewegung, in der Grundstellung muss der Hund gerade absitzen. Das geht wie ein roter Faden durch alle Übungen. Der Hund sitzt ein einziges Mal gerade ab, das war oben beim Steh aus dem Normalstehen. Sonst sitzt er immer etwas leicht schräg ab. Das war jedes Mal ein halber Punkt dafür. Stehen bleiben aus dem Normalschritt, habe ich gesagt, war in Ordnung, vorzüglich. Aus dem Laufschritt macht der Hundeführer nur 8 Schritte, weil der Hund schon etwas leicht zurückbleibt. Aber er kommt sehr, sehr flott rein und sitzt dann auch ganz korrekt vor. Spricht also wieder für ihn. Ich habe ihn insgesamt für dieses Führerfehler einen halben Punkt abgezogen. Beim Bringen auf ebener Erde, auch hier in der Grundstellung, gerade absitzen und gerade vor dem Hundeführer das Bringholz abgeben. Das gleiche gilt für alle beiden folgenden Bringübungen. Voraussenden, er läuft sehr zielstrebig voraus, muss aber nach dem Hörzeichen die Taschenmesser zusammenklappen. Dann kriegt er 10 Punkte, so habe ich nochmal einen halben Punkt abgezogen. Ablegen des Hundes unter Ablenkung war vorzüglich. Eine sehr gute Arbeit, 94 Punkte. 94.